Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ein neues Auto für euch. Diesmal ist es der BMW iX1 xDrive 30. Ja, das ist ein ziemlich sperriger Begriff, aber bedeutet im Prinzip nichts anderes als, das ist der BMW X1 in der Elektrovariante. Und diese Ausführung hier ist die sportliche M-Ausführung. Ja, da ist so gut wie alles drin, was es gibt, und starten tut dieses Auto tatsächlich bei 55.000 Euro. Das ist im Prinzip das, was der ID.3 vom letzten Video in der Vollausstattung gekostet hat. Das ist hier die Basisversion. Aber der Wagen ist natürlich auch viel größer, eine ganz andere Klasse. Kompakt-SUV, also doch schon ein richtiger Bolide. Aber gerade auch von außen sieht er sehr, sehr bullig aus. Man könnte auch sagen, so ein bisschen aggressiv ist halt die neue BMW-Designsprache. Ja, und den teste ich natürlich heute für euch. Ich möchte wissen, wie effizient ist der BMW iX1? Denn man sagt ihm ja nach, er soll doch sehr sparsam sein. Der hat den 64,7 Kilowattstunden großen Akku an Bord und soll damit laut WLTP rund 440 Kilometer weit kommen. Unter Idealbedingungen natürlich. Ja, und die Idealbedingungen haben wir heute nicht. Wir haben es heute 4 Grad draußen. Es ist ein bisschen neblig. Und da fahren wir natürlich den Wagen auf meiner Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven und zurück, die 130 Kilometer bei Tempo 130. Und schauen uns mal an, was verbraucht der Wagen. Und natürlich zeige ich euch noch die ein oder andere Stärke, die dieser BMW hat. Denn mir gefällt der Wagen, so viel kann ich jetzt schon mal spoilern, richtig gut. Optisch ist es natürlich wie immer Geschmackssache, aber er hat viele Sachen, die andere Autos, gerade auch von deutschen Herstellern, so gut nicht können. Da dürft ihr gespannt sein, wird ein super Video, also unbedingt dranbleiben. Wenn ich den Wagen in Schwarz irgendwie so stehen sehe, an irgendwas erinnert mich das. Ich weiß bloß nicht mehr an was. Jo, wenn man hier in den BMW X1 einsteigt, ich muss sagen, man fühlt sich doch hier gleich ziemlich wohl. Erstmal sind die Sportsitze natürlich sehr, sehr bequem. Haben so Kunstleder mit Alcantara, blaue Ziernähte, sieht alles richtig geil aus. Überhaupt so das ganze Interieur, mir gefällt das sehr gut, wenn es auch ein bisschen zerklüftet wirkt. Also im Vergleich zum Tesla zum Beispiel, wo quasi nichts ist, ist das hier das genaue Gegenteil. Wir haben hier Ecken und Kanten und Sicken und verschiedene Materialien in verschiedenen Farben. Ja, das ist ganz was anderes. Da hat das Auge ein bisschen was zum Spielen, sag ich mal, wenn man reinkommt. Aber so von der Materialanmutung her wirklich alles tipptopp, sehr hochwertig. Nichts wirkt wirklich billig. Wir haben hier Kunstleder mit blauen Ziernähten. Auch im Armaturenbrett zieht sich das Kunstleder fort. Ein Head-Up-Display kann man natürlich wegkonfigurieren. Hier ist es natürlich drin in dieser Vollausstattung. Gebürstetes Aluminium oder so geriffeltes Aluminium, also Kunststoff, aber in Aluminium-Optik. Hier eine schöne Mittelkonsole, so eine schwebende. Wo unten drunter noch so ein luftiges Fach ist, wo man so ein bisschen Stauraum hat, zwei Cupholder, induktives Laden mit so einem stylischen Bügel, habe ich so auch noch nicht gesehen, damit das Handy irgendwie nicht wegfliegt in scharfen Kurven. Und hier drin ist auch noch eine kleine Ablage, die ist ja sehr klein, da passt nicht mal ein Handy rein. Ein paar Ladekarten, ein bisschen Kleingeld, Schlüssel und das war's. Das ist doch alles richtig gelungen, auch dieses blau hinterleuchtete, sieht irgendwie richtig cool aus. Blaues Ambientelicht, kann man natürlich farblich einstellen, wie ihr wollt. Ja, Lenkrad, M-Sport-Lenkrad, gefällt mir richtig gut. Schön dick, schön klein. Ja, sieht einfach gut aus. Richtig schöne Tasten hier drauf. Auch so, dass man versteht, was sie bedeuten. Sehr übersichtlich, also sind auch nicht so viele. Das heißt, das Ganze kann man wirklich sehr gut bedienen. Und das ist total gut durchdacht hier. Ja, Stichwort bedienen. Bei BMW hat man jetzt hier in diesem Auto so gut wie alle Knöpfe weggespart. Man bedient jetzt alles hier über dieses 10,7 Zoll Infotainment-Display. Also es sind jetzt zwei Displays in einem Panel, ein 10,7 Zoll und ein 10,5 Zoll.
Und die Software von BMW ist, wie in den anderen Autos, die ich schon getestet habe, richtig gut. Eine der wirklich besseren Softwares von deutschen Autoherstellern. Hat aber immer noch so ein paar Sachen, wo ich denke, warum kriegen die das hier nicht hin? Also sowohl Responsiveness ist gut, wirklich. Da gibt es fast nichts zu kritisieren, aber es wirkt eben noch nicht so richtig flüssig. Also weiß ich nicht, iPhone, iPad-Gefühl will sich hier einfach nicht einstellen. Auch, dass ich, was mich persönlich irritiert hier am meisten, ist, dass ich jedes Mal, wenn ich swipe, irgendwie eine Kachel hier halb aktiviere, ne? Dann blitzt die so kurz auf, auch bei den Apps jetzt. Wenn ich hier scrolle, ich muss ja mit dem Finger scrollen, dann komme ich irgendwie in diesen Bereich von irgendeiner App und dann wird sie immer so kurz aufgeblendet, als würde ich sie gleich starten wollen, ja. Das ist auch so, wenn ich, wo habe ich es denn, bei Fahrzeugeinstellungen zum Beispiel, wenn ich hier irgendwo im Menü scrolle, dann habe ich ständig dieses Aufblitzen und ich aktiviere auch beim Scrollen, hier zum Beispiel die Lautstärke für den PDC-Ton. Nur weil ich scrolle, aktiviere ich hier eine Funktion. Und ich meine, das kennen wir vom Telefon so natürlich nicht. Da kann ich scrollen und ich meine, ihr seht es hier, ja. Da passiert gar nichts und das irritiert mich persönlich doch ein bisschen bei dieser Software. Das wäre so ein Vorschlag an die Softwareentwickler von BMW, das doch vielleicht noch wegzuoptimieren, weil ich finde das schon sehr irritierend. Und wie gesagt, es ist immer so eine Millisekunde verzögert, was ich auch nicht verstehe, weil an sich ist es total schnell. Das ist aber auch schon alles mit der Kritik, weil ansonsten ist die Software wirklich sehr gelungen. Wir haben hier, wie gesagt, Apple CarPlay, Android Auto drin und alles drahtlos, ohne Ende Funktionen, Spotify. Man kann hier wirklich alles drauf spielen, was man so möchte. Das Navi ist auch super, hab, glaube ich, keine Satelliten an sich. Das finde ich persönlich immer ein bisschen schade, weil ich die sehr gerne mag. Aber ansonsten ist es auch wirklich schnell, reagiert gut, Ladeplanung, alles vorhanden, also tipptopp. Ja, Stichwort Ladeplanung, lass uns doch mal gucken, wie das funktioniert, wenn ich irgendwo hinfahren möchte, wo der Akku nicht reicht. Wir haben jetzt nämlich noch 92% im Akku und angezeigte Reichweite von 317 Kilometer. Wollen wir mal gucken. Hey BMW, navigiere nach Berlin. So, jetzt hat er irgendwie eine Route nach Berlin, die berechnet er jetzt. Da hat er irgendeinen Lader eingeplant. Berlin ist unser nächstes Ziel. Perfekt, sagt sie. Okay, jetzt habe ich hier eine kleine Karte und so ein Kamerabild mit einem Augmented Reality Pfeil, dass ich jetzt hier nach links abbiegen muss. Klar, ich muss ja aus meiner Einfahrt raus. Aber wo kann ich jetzt mal sehen, wo ich laden muss? Schauen wir uns das mal an. Ich habe hier oben so ganz kleine Symbole, die wirklich sehr eng zusammen sind. Und da muss ich jetzt hier drauf drücken, zum Beispiel auf diese Zielfahne. Und jetzt sehe ich hier die Ladesäule. Da ist ein HPC-Lader bei Aral Puls eingeplant nach 211 Kilometer. Da komme ich mit 15% an. Ja, das sieht doch toll aus. Da kann ich draufklicken. Ach so, und dann bin ich wieder auf der Karte. Alles klar, nochmal zur Routenübersicht. So, hier ist der HPC-Lader. Aral Puls, Zuckerfabrik 1, Ingersleben, ja, den kenne ich übrigens, 14%. Weitere Informationen, DC, 25 Minuten soll ich da laden bis 75%. Ja, das sieht doch gut aus. Ein Ladestopp bis Berlin, das sind von hier aus irgendwie, was haben wir denn, 391 Kilometer. Und ich kann natürlich hier im Navi filtern nach Ladeleistung und teilweise auch nach Anbieter, also BMW-Chart zum Beispiel, bevorzugen. Also so muss das eigentlich sein. Bei so einem relativ großen SUV erwartet man natürlich auch einen entsprechenden Kofferraum. Der ist auch relativ großzügig. Wir haben hier 490 Liter und eine dreigeteilte Rückbank. Wenn man die komplett umklappt, sind es 1495 Liter. Und der Clou, wir haben hier unten noch einen doppelten Boden. Da hat man immer noch hier noch ein Fach, wo die Ladekabel reinpassen und man kann das Ganze auch noch mal umklappen. Und das hält dann automatisch und hat hier auch noch ein bisschen mehr Stauraum für kleine Täschchen, Schuhe oder sonst was. Das ist relativ clever. Ja, und natürlich muss der Hund hier rein, aber ich glaube, das sieht doch relativ gut aus. Ne, Meiler? Komm mal rein hier. Ja, flächenmäßig, Kopfhöhe, das sieht super aus. Mach mal die Klappe zu. Ja, passt, wackelt und hat jede Menge Luft. Und jetzt gucken wir uns das mal von innen an.
Na, Meiler, wie sieht's aus? Das ist doch richtig großzügig, ne? Ne? Hier kann man sogar übernachten, oder? Was meinst du? So, komm raus. Dann können wir jetzt also starten. Wir haben 92% im Akku, 315 Kilometer Reichweite wird mir jetzt angezeigt und alle Trips sind zurückgesetzt. Das kann man hier auch wunderschön machen, in diesem Display individual zurücksetzen. Haben wir gemacht. Start-Stopp-Knopf haben wir noch, der schöne Iconic BMW-Sound und dann würde ich sagen, geht jetzt los. Ja, kommt hier super aus der Einfahrt raus, hat einen kleinen Wendekreis von 11,9 Meter für so ein großes Auto. Ziemlich wendig, finde ich. Schafft nicht jedes Auto hier aus der Einfahrt. Ja, Fahrwerk BMW-mäßig natürlich spitze. Also es ist auch unterschiedlich, je nachdem, welchen Fahrmodus ich eingestellt habe. Ich fahre jetzt hier im Personal-Modus. Es gibt natürlich auch noch Sport und Eco und man kann das komplett individualisieren. Und dann adaptiert sich das Fahrwerk entsprechend des Modus, also auch gerade beim Sportmodus, da wird es deutlich straffer. Auch die ganze Annahme vom Gaspedal ist dann viel direkter. Und jetzt im Personal-Modus ist sozusagen ja, das ausgewogene Fahrverhalten und gerade auch hier jetzt auf dieser etwas unebenen Strecke in dieser Tempo-30-Zone sehr, sehr schön. Macht wirklich Spaß, diesen Wagen zu fahren. Und natürlich bedingt durch die Höhe. Ich finde, man sitzt hier wirklich sehr hoch. Also es kommt mir wirklich deutlich höher vor als zum Beispiel im Model Y, was ja auch so ein Kompakt-SUV ist, mehr oder weniger. Also das ist schon, die Übersicht ist richtig klasse. Und ja, Fahrkomfort, Geräuschniveau, erste Sahne. Und bei der Rekuperation haben sie sich auch was Tolles überlegt. Also abgesehen davon, dass es hier halt diesen B-Modus gibt, auf den man schalten kann, dann rekuperiere ich natürlich sehr stark, kann dann auch One-Pedal-Driving machen. Ich kann für die Einstellung D, also was das Normale wäre fürs Fahren, kann ich auch die Rekuperation in den Einstellungen hier im Display komplett einstellen. Jetzt zum Beispiel ist es auf adaptiv gestellt, das heißt, die Rekuperation in D orientiert sich so ein bisschen an dem, was vor mir passiert. Ich kann aber auch das so einstellen, dass sie ganz schwach ist, mittel bis sehr stark, auch im D-Modus, also wie ich es möchte. Und das ist richtig genial, bietet so gut wie kein anderes Auto. Und Pedals habe ich hier nicht. Ich habe jetzt zwar ein Pedal, aber das ist nicht für die Rekuperation. Dazu kommen wir gleich noch, wozu das gut ist. Aber so bis jetzt, wie gesagt, sogar auf Stufe D. Ja, jetzt habe ich gerade situativ bedingt keine Rekuperation, aber wenn ich auf B stelle, dann kann ich One-Pedal-Driving machen, weil er dann richtig stark in die Eisen geht. Das merkt man voll und das macht Spaß, weil genauso wünsche ich mir das. Ja, und der iX1 ist eigentlich ein richtiger Sportwagen, denn wenn man bedenkt, der hat hier eine Beschleunigung von 5,6 Sekunden von 0 auf 100. Zumindest, wenn man das richtig fordert im Sportmodus. Das ist für so ein Auto echt enorm und der geht ab wirklich wie eine Rakete. Auch die ganze Spritzigkeit hier ist sehr direkt. Die Beschleunigungskurve ist sofort da, macht voll Spaß. Genauso wünsche ich mir das. Der hat hier zwei Motoren, ist also quasi Allrad, die aber nicht ständig aktiv sind. Normalerweise hat er Frontantrieb, also erst wenn man stark beschleunigt oder in bestimmten Situationen schalten sich die Hinterräder dazu, der Heckmotor. Und dann habe ich hier 230 kW in der Spitze, das sind 313 PS und das beschleunigt diese 2 Tonnen Kiste halt doch richtig brachial. Jetzt haben wir hier gerade wieder eine Ampel und jetzt geben wir mal kurz Gas. Boah, da fliegt doch hier echt was nach hinten. Ja, also da bleiben für mich jetzt echt keine Wünsche offen. Das ist richtig genial. Top. Ja, und bei ganz ruhigem Wetter eigentlich, 4,5 Grad draußen, also kühle Temperaturen, geht es jetzt auf die Autobahn, die 130 Kilometer nach Bremerhaven und zurück. Da bin ich echt gespannt, wie dieser doch recht effiziente iX1 sich da schlägt. Man sagt ihm ja doch einiges nach, also Positives im puncto Verbrauch. Und das schlägt sich dann natürlich trotz des doch relativ kleinen Akkus bei diesem Auto in einer guten Reichweite durch.
Auch das ganze Assistenzpaket hier im EX1 lässt eigentlich keine Wünsche offen. Dieses Assisted Driving hier vom BMW funktioniert spitzenmäßig. Ich habe hier auch alles. Ich habe hier aktiver Spurwechselassistent natürlich, Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat, Notfallbremsassistent, Querverkehrswarner, Totwinkelassistent, Assistentenassistent. Ja, das ist auch total schön, wenn das Assisted Driving an ist und ich die Spur manuell verlasse, dann übernimmt er ja wieder automatisch die Spurhaltefunktion. Ich muss gar nichts machen, auch wenn ich quasi einen überhole. Dann fängt er sofort an zu beschleunigen, sobald ich quasi rüberschwenke auf die Überholfahrbahn. Und das macht er auch nicht zu schnell oder zu langsam, sondern eigentlich richtig menschlich, so wie ich es eigentlich auch machen würde. Das ist endlich mal ein System, was wirklich Spaß macht. Auch das Geräuschniveau hier bei 120, wir haben jetzt hier noch Geschwindigkeitsbeschränkung, sehr, sehr schön leise. Wir hören ein bisschen Rollgeräusche von den Reifen. Wir haben ja auch teilweise Querfugen hier von der Betonfahrbahn. Da hört man ein bisschen was, aber kaum Windgeräusche und hier von der Seite auch so gut wie gar nichts. Ja, sehr, sehr angenehm. So, hier ist jetzt aufgehoben, jetzt fahren wir 130 und im Moment, da liegen wir ja nun gar nicht effizient bei 25,1 Kilowattstunden. Das ist ein bisschen viel, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber ist ja noch nicht alle Tage Abend. Wir haben ja gerade erst mal, was haben wir denn, 20 Kilometer gefahren. Da ist ja noch ein bisschen was vor uns und ich denke, das wird auf jeden Fall noch sinken, wenn wir erstmal uns eingegroovt haben oder besser gesagt das Auto und die Batterie vielleicht ein bisschen wärmer ist. Denn wie gesagt, wir haben es draußen 5 Grad und der Wagen stand halt die ganze Nacht draußen, also nichts mit warmer Garage, der Akku ist kalt. Also man muss aber auch ja sagen, bei allem, was dieses Auto an Positiven rüberbringt, der Wagen hat halt auch einen gewissen Preis. Also der Grundpreis alleine schon mit 55.000 Euro, das ist ja schon mal ganz schön happig und dann geht es halt weiter rauf. Also der Wagen, den wir jetzt hier fahren, der liegt eher so bei 67.000, 68.000. Und ich habe mir mal den EX1 konfiguriert, so wie ich ihn gerne hätte. Da ist auch schon sehr viel drin, im Prinzip fast alles bis auf diese M-Sportausstattung. Und da liegen wir dann doch schon bei 65. Also drunter wäre es dann so, dass ich Kompromisse machen müsste mit Sachen, auf die ich verzichten würde, was ich dann ungern tue. Und 65.000 für so ein Auto, das ist natürlich schon ganz schön Batzengeld. Und die Reichweite, wie gesagt, ja, ob er wirklich die 440 Kilometer kommt, also das wage ich zu bezweifeln. In der Stadt bei Idealbedingungen möglicherweise, aber natürlich auf Langstrecke, Reisen, Autobahn, gerade auch bei kühlen Temperaturen wie heute, mit Sicherheit nicht. Aber wie sich das heute entwickelt, werden wir feststellen. Im Moment ist es, wie gesagt, am Sinken. Hatte ich ja auch gedacht, dass das passiert. 24,7 sind wir jetzt. Und da haben wir noch ein bisschen eine Strecke vor uns. Und ich hoffe, dass es noch deutlich runtergeht. Und das müssen wir aber abwarten. Wind haben wir so gut wie gar keinen. Wenn überhaupt, kommt er jetzt gerade so ein bisschen von hinten. Also die Windräder hier an der Strecke, die drehen sich so gut wie gar nicht. Oder wenn, dann ganz, ganz langsam. Also sollte eigentlich auch bei dem Auto wenig Einfluss haben im Moment. Ach so, ich wollte euch auch noch erzählen, wozu dieses Boost-Pedal gut ist. Ja, wie der Name schon sagt, liefert das nochmal ein bisschen mehr Leistung. Nämlich genau 30 kW mehr Leistung für 10 Sekunden und auch nur einmal. Also wenn ich dann das Boost-Pedal drücke und dann aufs Gaspedal drücke, dann hat er nochmal 30 kW mehr. Und ich kann aber, wie gesagt, nur einmal drauf drücken, zweimal aufs Gaspedal drücken in diesen 10 Sekunden. Da funktioniert es nicht. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Aber wenn ich nochmal ganz doll beschleunigen muss, dann liefert mir das nochmal so 15% mehr Leistung. Wie nennt sich das bei Per Anhalter durch die Galaxis? Der unwahrscheinliche Unwahrscheinlichkeitsdrive. Vielleicht kennt ihr das aus dem Film. Damals im Film war das so, dass wenn man den zündet, dann befindet man sich an allen Orten des Universums gleichzeitig, weil man so schnell ist und kann quasi beim Bremsen dann, egal wo man hin möchte, rauskommen. Das ist hier noch nicht so. Da muss BMW noch ein bisschen dran arbeiten. Die Spitzengeschwindigkeit vom EX1 liegt übrigens bei 180 km/h. Finde ich sehr angemessen für das Auto, hat BMW, finde ich, die richtige Entscheidung getroffen. Ja, jetzt nach 50 Kilometer liegen wir bei 24,4 Kilowattstunden im Durchschnitt. Tja, das ist immer noch verdammt viel, finde ich. Gar nicht so effizient, wie ich gehofft habe und wie man ihm auch nachsagt. Ich hatte doch irgendwie trotz dieses Wetters, was ja nicht so schlecht ist,
nur kühl, mit um die 20 gerechnet. Also da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber es sinkt immerhin noch weiter. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Aber heute ist echt extrem wenig los hier auf der Straße, was ganz schön ist, weil wir können hier komplett konstant 130 fahren. Das ist doch mal super. Und endlich mal kein Regen. Wir sind jetzt bei 60 Kilometer Strecke, haben 24,2 und da hinten ist dann gleich wieder die Abfahrt, wo wir die Wende machen in Bremerhaven. Und dann geht's auf die Rücktour. Bis jetzt ist der Verbrauch kontinuierlich gesunken, zwar langsam, aber er ist gesunken. Bin mal gespannt, wo wir am Ende landen. So, wir können jetzt mal wieder durchfahren. Ampel ist auf grün. Wir sind genau 65,1 Kilometer gefahren. Auch wieder lustig, die Anzeige variiert doch immer von Auto zu Auto. Durchschnittsverbrauch ist jetzt 23,3 Kilowattstunden. Nicht so wenig, wie ich gehofft habe, aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Die nächsten 65 Kilometer zurück nach Bremen. Ja, und die Spritzigkeit hier vom iX1, ja, die macht einfach Spaß. So, wir sind wieder auf der Rücktour und ich wollte euch noch kurz was über die Soundanlage hier erzählen. Das ist ja eine Harman Kardon Anlage, die hier in diesem Auto drin konfiguriert ist. Ist natürlich aufpreispflichtig, lohnt sich aber, weil der Sound ist richtig gut und gerade bei so einem ruhigen Elektroauto wie diesem iX1 hier, da ist eine gute Soundanlage natürlich auch wichtig, für mich zumindest, weil ich dann während der Fahrt echt super Musik genießen kann und dann klingt sie auch noch fantastisch. Also das würde ich mir schon gönnen an eurer Stelle. Vom Preis her liegt der BMW leider halt schon im oberen Range. Nur wenn man bedenkt, dass man hier einen Akku hat, der 64,7 Kilowattstunden netto hat und mit wem er konkurriert, also zum Beispiel der EQA von Mercedes oder vielleicht sogar ein Skoda Enyaq, der einen größeren Akku hat, der auch günstiger ist, der auch kein schlechtes Auto ist, der größeres Raumangebot hat. Ja, das ist halt die Frage. Da muss man schon speziell auch BMW-Fan sein, um das Geld dann für so ein Auto locker zu machen. Und wir liegen hier wirklich über 65.000, 67.000 bei dieser Version. Und das ist dann schon, ja, ziemlich viel Holz. Und das muss man sich leisten wollen. Und die Frage ist, ob sie davon jetzt wirklich so viel absetzen von diesen Autos bei den Preisen. Aber das ist bei den deutschen Herstellern ja momentan sowieso ein großes Problem. Und ich finde halt, dem iX1 hätte ein größerer Akku viel besser zu Gesicht gestanden. Also so 10 Kilowattstunden, 12 Kilowattstunden mehr. Also so ein 75er oder 80er Akku, das wäre für so ein großes Auto doch irgendwie deutlich angemessener. Auch wenn er doch einigermaßen effizient ist. Aber man will ja auch mal bei kühlen Temperaturen auf der Autobahn zügig fahren. Und nicht nur im Sommer bei Idealwerten. Da liegt er mit Sicherheit deutlich drunter, unter 20, aber jetzt momentan liegen wir bei 23,9. Also es sinkt jetzt nicht mehr, sondern steigt jetzt wieder. Da ist die Effizienz dann halt doch nicht so gut. Und damit eben auch die Reichweite. Man muss öfter laden. Und Stichwort laden. Ladegeschwindigkeit ist ganz okay. 130 kW soll er können in der Spitze. Man kann hier auch einen 22 kW AC-Lader hinzukonfigurieren. Kostet 720 Euro Aufpreis. Wir sind jetzt genau 100 Kilometer gefahren und haben noch 52% im Akku. Das bedeutet, 40% sind weg nach 100 Kilometer. Ja, wenn man das ausrechnet, dann wären es bei 100% 250 Kilometer. Also das wäre jetzt die Autobahnreichweite im Moment bei diesem Tempo und diesen Temperaturen. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Jetzt haben wir 24,1 Kilowattstunden im Durchschnitt.
Mit so einem Auto möchte man natürlich auch mal einen Anhänger ziehen. Ist auch möglich. Anhängerkupplung kann man dazu konfigurieren. Kann bis zu 1200 Kilogramm ziehen. Nach 125 Kilometern fahren wir von der Autobahn runter. Ein bisschen durch die Stadt müssen wir noch. Und dann bin ich echt mal gespannt, wie der Endstand ist, wenn wir zu Hause angekommen sind. Wir sind wieder angekommen nach genau 130,4 Kilometer mit einem Endverbrauch von 23,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ja, das ist doch deutlich mehr, als ich erwartet habe. Witzigerweise haben wir genau 42% noch im Akku. Das heißt, wir haben 50% verbraucht, also quasi die Hälfte, nach 130 Kilometer. Das bedeutet, bei 100% werden es dann plötzlich 260 Kilometer, wird immer mehr irgendwie. Ist interessant, wie sich das jetzt während der Fahrt immer irgendwie so entwickelt hat. Also man kann jetzt wirklich definitiv sagen, wenn wir 50% brauchen für 130 Kilometer, dann kommen wir mit 100% 260 Kilometer. Ja, das betrifft dann so eine Fahrt wie heute. Mit diesem Fahrprofil, sprich so gut wie 95% Autobahn bei Tempo 130, ein bisschen Stadtverkehr, also vielleicht 5% davon, und wir haben es 5 Grad gehabt, so gut wie kein Wind, kein Regen. Tja, was soll man dazu sagen? Wir haben ja aber auch das Sportpaket drin. Wir haben 20 Zoll Reifen, aber es sind noch Sommerreifen drauf. Ist jetzt für das Datum heute fast schon so ein bisschen problematisch gewesen. Das hätte ich jetzt noch gesagt, wäre jetzt Kriterium, warum man dann doch ein bisschen mehr verbraucht. Ich weiß aber auch von iX1-Besitzern, die ganz andere Werte erzielen, das dann wohlgemerkt eben auch im Sommer. Da sind 300 Kilometer Reichweite plus überhaupt gar kein Problem, auch auf der Autobahn. Und im Stadtverkehr sowieso nicht, da ist 300 Kilometer auch im Winter gar kein Problem, weil im Stadtverkehr ist er wirklich sehr effizient. Da liegen wir dann eher Richtung 16, 17 Kilowattstunden. Und wie gesagt, 300, 350 Kilometer in der Stadt ist dann absolut realistisch. Wir wollen uns aber auch nochmal die Ladeleistung angucken. 130 kW in der Spitze verspricht BMW, also 26 bis 28 Minuten von 10% auf 80%. Das ist ja zumindest, was die Zeitspanne angeht, ein sehr guter Wert. Und das gucken wir uns natürlich mal an. Ich muss aber noch ein bisschen runterkommen. Wie gesagt, 42% ist noch drin. Da muss ich noch mindestens 30% runterfahren. Und deswegen fahre ich wieder auf die Autobahn und gebe nochmal ein bisschen Vollgas. Wir sind mit 9% hier in Goldbach angekommen und laden jetzt hier an Ionity, und BMW hat das Versprechen gehalten. Wir haben die 130 kW geknackt und auch die Zeit, die man hier dann steht, um von 10% bis 80% zu laden, die ist für so ein Auto eigentlich völlig in Ordnung. Einzig und allein würde ich mir wünschen, dass die Reichweite danach wieder ein bisschen mehr wäre, weil jetzt so wie heute die 260 Kilometer reale Autobahnreichweite, das ist, finde ich, für so ein Auto auch in der Preisliga ja ein bisschen mau. Also da wünschte man sich dann doch eher die 300 Kilometer plus.
Das haben wir heute nicht geschafft. Nichtsdestotrotz heißt das natürlich nicht, dass das Auto das nicht kann. Es muss halt nur ein bisschen wärmer sein. Vielleicht muss man auch ein bisschen kleinere Reifen haben. Die 20 Zöller sind natürlich auch nicht verbrauchsoptimal. So viel ist sicher. Und wie gesagt, man kann den Wagen locker unter 18 Kilowattstunden fahren, auch auf der Autobahn. Dazu müssen aber die Temperaturen wärmer sein. Der iX1 xDrive 30 ist mit Sicherheit eines der besten Autos in seiner Klasse. Das ist ja die SUV-Kompaktklasse. Und ja, BMW lässt sich das auch üppig bezahlen. Es gibt aber auch an diesem Auto so gut wie nichts auszusetzen. Also hier stimmt wirklich fast alles. Wie gesagt, die Reichweite ist für mich ein Punkt, die ich nicht so gelungen finde. Von der Software bin ich eigentlich sehr, sehr angetan. Zwei, drei kleine Kritikpunkte bei der Bedienung vielleicht. Aber das ist wirklich zum Vernachlässigen. Platzangebot hier gerade hinter mir ist nicht ganz so üppig. Also ich kann hinter mir ganz gut sitzen. Ich bin ja 1,82 und da habe ich noch genug Beinfreiheit. Größere Personen werden da vielleicht Probleme kriegen. Kopffreiheit hinten ist auch gut. Der Hund passt in den Kofferraum. Gut, einen Frunk haben wir jetzt hier nicht. Dafür haben wir unter dem Kofferraum noch einen zweiten Ladeboden, wo auch Ladekabel und noch ein bisschen mehr reinpasst. Das ist ganz okay. Und die 490 Liter Gepäckraum, ja, die sind auch ganz in Ordnung. Ansonsten Fahreigenschaften, Verarbeitungsqualität, Autoqualität an sich, ja, ist einfach wirklich Spitzenklasse. Und da zeigen die deutschen Autohersteller, also auch gerade BMW, einfach genau das, was sie können, nämlich gute Autos bauen. Wenn man da preislich mitgehen möchte, bekommt man auf jeden Fall ein super Auto. Also viel Besseres in der Klasse gibt es einfach nicht. Für mich wäre es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Da wünschte ich mir doch ein bisschen größeren Akku, damit man am Ende auch ein bisschen mehr Langstreckenreichweite hat. Was meint ihr denn zum iX1? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja selber schon einen und könnt mir eure Erfahrung hier mal drunter schreiben. Wie seht ihr das mit der Reichweite? Ist das für so ein Auto dieser Klasse vielleicht zu wenig oder ist das für euch eigentlich völlig egal? Es ist schließlich ein deutsches Premium-Auto von einem Premium-Hersteller. Ist es das, was ihr wollt? Reicht das für euch oder setzt ihr dann doch lieber auf die günstigen Chinesen? Das würde ich gerne mal wissen, also schreibt es mir mal in die Kommentare. Das war also mein Reichweitentest vom BMW iX1 xDrive 30. Boah, ich musste echt lange üben, um diesen Namen flüssig aussprechen zu können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst, denn hier erfahrt ihr spannende Informationen. Und falls ihr Anregungen habt oder Kritik oder sonst irgendwelche Sachen, die ihr mir vorschlagen möchtet, dann schreibt mir das doch gerne auch in die Kommentare. Würde mich über euer Feedback freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.